Grease, das erfolgreichste Musical aller Zeiten, macht Halt in Bregenz. Die Version wurde für den deutschsprachigen Raum etwas abgeändert. Was hat sich denn genau getan? Ich denke mal, dass das Musical eigentlich immer noch, also originalgetreu ist eigentlich nur, dass wir die Texte auf Deutsch machen. Also das wurde, glaube ich, 2002 übersetzt. Und ja, und die Songs sind immer noch auf Englisch und unsere Dialoge auf Deutsch. Und ich denke mal, das ist so der Haupt. Die Hauptsache, die sich eigentlich geändert hat. Du spielst die Kultblondine Sandy. Ja. Wie kommt man denn zu dieser, also wie lebt man sich in diese Rolle ein? Also zunächst mal kann ich sagen, dass es eigentlich sowas wie eine Traumrolle ist, weil ich habe mit 14 das Musical das erste Mal auf der Bühne gesehen und ich war total der Fan damals schon und habe mir gedacht, Mensch, das wäre total toll, da auch selber mal auf der Bühne zu stehen. Und ja, und die Sandy ist ein Sonnenschein eigentlich so, die was sie halt so besonders macht, sie macht eine Entwicklung durch im Stück von einer ganz eher schüchternen, naiven und sehr, sehr wohlerzogenen Mädchen bis zur rassigen Blondine, genauso wie du das gerade gesagt hast. Und das ist natürlich toll. Ja. Ich glaube, es geht wieder. Entschuldigung, tut mir leid. Der Hauptdarsteller, du spielst den Danny, Jo. das ist eine absolute Kultfigur, geprägt durch John Travolta. Ja, richtig. Wie fühlt man sich da ein? Naja, sagen wir mal so. Also, was der größte Fehler, den man machen darf, ist, dass man sich den Film anguckt und probiert, eins zu eins zu kopieren. Das sollte man nicht machen, weil man schafft es sowieso nicht. Und außerdem ist es wichtig für einen Schauspieler, dass du erstmal schaust, wenn du das Textbuch liest, was von den charakterlichen Inhalten von dieser Figur ist in mir selber, was kann ich beisteuern, und man muss seine Figur selber entwickeln. Das ist ziemlich wichtig. Genau, und das habe ich gemacht. Grease, die Geschichte spielt ja dann in der Rock'n'Roll-Zeit in den 50er Jahren. Wie passt die Geschichte in heutige Zeit? es ist so, dass, also ich glaube, Rock'n'Roll ist nach wie vor, von der Musik ist es, glaube ich, kein Problem, weil hört man ja immer noch, man kennt die Musik ja auch noch, und es gibt ja viele Bandprojekte, die jetzt im Stile der 50er, 60er ganz aktuell in den Charts sind. Und ansonsten ist es so, dass man diese Love Story, die hat, glaube ich, jeder irgendwie mal in seiner Teenie-Zeit vielleicht durchgemacht. Irgendwie, dass man halt, also jetzt von der Männerseite, dass man für ein Mädel geschwärmt hat, aber sich nicht wirklich getraut hat, vor seinen Jungs es zuzugeben. Und gesagt, ja, die ist jetzt ja nicht so cool, aber nee, ich kenne die gar nicht und so. Also das hat man ziemlich oft, weil die Sandy am Anfang ja, die kommt in die Schule und alle sind cool und Sandy ist halt einfach mal richtig uncool. Ja, das muss ich mal so sagen. Ja, sorry, ja. Aber das machst du gut. Aber, ne? Ja, ich streng mich auch an für dich. Genau. Ja. Nein, so, und ich glaube, also es gibt viele Momente, wo man sagt, ah, cool, super. Also auf gar keinen Fall verpassen. Auf gar keinen Fall verpassen.